In der Untersuchung von Patienten mit einer Instabilität der Kniescheibe nehmen vor allem drei Tests eine prominente Stellung ein. Zum einen das J-Sign. J steht für das englische J und beschreibt den Weg, den die Kniescheibe aus der Beugung in die Streckung durchmacht. Zu Beginn ist die Kniescheibe in Beugung sehr gut geführt. Nahe der Endstreckung bricht die Kniescheibe jedoch nach außen weg. Man sieht ein umgekehrtes J, welches die Kniescheibe ausführt. Ein weiterer Test ist der Quadrantentest. Hier wird die Kniescheibe in Streckung mit der Hand so weit nach außen gedrückt wie möglich. Die Kniescheibe wird dabei in vier Quadranten unterteilt. Je mehr Quadranten von der Kniescheibe nach außen über den Oberschenkel gedrückt werden können, umso instabiler ist die Kniescheibe. Bei diesem Test reagieren viele Patienten mit großer Angst, was einem positiven Apprehension-Test entspricht. Häufig findet sich auch ein positiver Tilt-Test. Normalerweise kann die Kniescheibe nicht vom Oberschenkel seitlich abgehoben werden. Auch hier ist dies ein Zeichen für eine Instabilität.